Ja, Buchse Malbun. Sabrina, seit gewisser Zeit bist du hier oben. Du hast auch noch andere Restaurants, die du führst. Wie bist du darauf gekommen, um dich hier zu bewerben? Was war der Grund? Einfach etwas anderes, eine Aussichtslokalität und vor allem eine Winterdestination. Weil wir sehr viele Saisonbetriebe haben. Und da haben wir wirklich Sommer und Winter. Das war eigentlich der Grund. Und weil es natürlich auch topmodern eingerichtet ist. Das gefällt mir mega gut. Das ist nicht ein Standard für ein Berghaus. Gut erhalten durch die Ortsgemeinde. Wirklich top. Schöne Aussicht. Gute Leute. Macht Spass. Du hast ja sofort auch ein bisschen online in Angriff genommen, gell, um das ein bisschen zu bewerben. Also, ist das wichtig? Sehr wichtig, ja. Wir sind auf Booking, weil es hat ja 9 Doppelzimmer und 4 Sechsbettzimmer. Und ich finde, da muss man ausnutzen, da muss man publik machen. Und wenn man Hotelgäste hat, dann hat man auch absolut die Chance, dass man dann auch Abendgäste hat, auch wenn es vielleicht einmal nicht so schön Wetter ist. Eigentlich haben wir es Sinn wollen, aber jetzt ist irgendwie Gotthardtunnel-Zeug und es ist mega heiß dort. Ja. Da haben wir gefunden, wir gehen ein bisschen in die Höhe und hey, mega zufällig online geschaut, was ist so ein bisschen der Nähe. Meine Freundin hat nicht mal im Kopf gehabt, auf Appenzell etwas, wäre noch schön. Und dann sind wir irgendwie über das gestolpert und hat gut ausgesehen, mega zufällig. Schlafen ihr da? Gefällt es euch? Ja, mega, mega lässiges Zimmer. Ist super, wir haben irgendwie Terrassen mit einer befreundeten Perle, wo unsere Tochter kann. Vorne ein bisschen rumrennen mit dem Spielplatz ist super. Wir haben probiert ein bisschen laufen, sie mag noch nicht mega weit, aber ja, wir sind sehr zufrieden bis jetzt. Wir hatten Influencer hier, die haben bei uns 2 Nächte übernachtet, natürlich gratis. Dafür haben sie mir ganz viele Videos über das Berghaus, ums Berghaus, mit den Hotelzimmern, haben sie mir ganz viele Videos gemacht, wo sie jetzt auch verlinken. Und wir dürfen jetzt die nutzen für Instagram, für unsere Internetseite. Also Connection ist alles, oder? Irgendwie. Genau, da haben sie jetzt zum Beispiel den ganzen Sonnenuntergang. Der ist mega schön, wie die Sonne bei uns im Berghaus wandert. Das ist eigentlich der ganze Tag, das finde ich mega schön. Also das Berghaus ist jetzt fast international bekannt eigentlich. Genau. Florenz kommt auf Buchs. Genau. Es ist ein Wahnsinn. Also ist das jetzt ein spezielles Erlebnis für dich? Oder weißt du, dass so etwas eine Anfrage kommt? Oder läuft so etwas einfach inzwischen zu Zeiten von Insta, TikTok und so? Die haben ganz easy angefragt. Und haben, das sind Influencer, die das ganze Jahr für verschiedene Hotels und vor allem für neue Objekte, weil sie haben dann da auch ein bisschen gegoogelt und sie haben schon gewusst, dass das 10-jährig ist. Also, sie tun sich schon ein bisschen erkundigen und wollen eigentlich ein bisschen neue Sachen ein bisschen an den Mann bringen. Und viel machen, ist Insta noch neu. Und die wollen dann auch, dass man im Berghaus auf 1300 Meter das nutzen kann eigentlich. Und darum sind da zwei Leute gekommen, die jetzt mir diverse Videos gemacht haben. Und dafür haben sie bei mir übernachten mit Frühstück. Und Nacht. Und die Leute können her, also das sind jetzt die Gäste, die du Hotelzimmer nennt. Wie viele so Zimmer hast du denn? 9 Doppelzimmer und 4 Sechsbettzimmer. Die Sechsbettzimmer sind für Schulklassen, aber könnte man jetzt auch für die Polter üben oder wenn sie Gruppen kommen, dann könnte man auch ein bisschen abreisen, genau. Gäste aus der Region, das hast du auch schon Kontakt geknüpft? Ja, sind alles immer gewundrige Leute, die kommen immer schauen, die testen. Also es sind sicher schon viele hier oben gewesen und die noch nicht bei uns waren, sind herzlich willkommen. Ist wirklich in einer wunderschönen Lage. Das ist für dich auch ein Traum, obwohl es natürlich von der Herrenfahrt für dich, weil du verschiedene Standorte führst, auch mit einem gewissen Stress verbunden ist. Aber entschädigt dich das denn so ein bisschen für das, wenn du wieder hier oben bist? Ja, weil man hat ganz andere Gäste, man hat Touristen und die Touristen haben immer schön Zeit. Sie wollen ein bisschen die Umgebung erkunden. Hast du auch schon Event geplant oder ist das jetzt... Ja, jetzt kommen die ersten Hochzeitsanfragen. Bin ich dran. Jetzt ist das erste Weihnachtsessen mit 100 Leuten. Genau. Jetzt gibt es dann schon geschlossene Gesellschaften. Genau.
Und da ist natürlich schön mit der Verbindung zu den Hotels. Sie können gerade hier schlafen. Und das ist natürlich mega interessant. Du kannst das ganze Haus eigentlich verkaufen. Du kannst das Abendessen, sie können festen, so lange wie sie möchten, wenn sie natürlich das Hotelzimmer nehmen. Und dann hast du das Hotelzimmer verkauft. Und am Morgen gibt es Frühstück, Katerfrühstück. Und du kannst einfahren natürlich, gell? Genau. Im Winter dann, genau. Ja, je nachdem. Oder schlitteln. Ja, genau. Oder Schneeschuhe laufen. Genau. Man kann natürlich sehr viel machen hier oben. Es ist hoch, es ist gut, von dem her gesehen, aber es ist auch gut erschlossen, oder? Eigentlich? Genau, man kommt ja mit dem Auto tipptopp rauf. Es ist sehr, sehr gut mit Internet. Man hat Internet, also ist wirklich, ich war überrascht gewesen. Jetzt haben wir den Zwischensaison, jetzt sind wir noch unschlüssig, ob man vielleicht zumacht oder ob man durchgehend offen lässt, wegen dem Hotel. Weil ein Hotel muss für mich auch 7 Tage offen sein. Und so können auch die Leute, weil die Leute gehen nach Wetter. Also die Leute gehen, wenn es regnet, hat man etwas weniger. Dann kann ich natürlich auch mit dem Personal etwas switchen. Und wenn es schön ist, habe ich natürlich voll. Oder? Und egal, ob unter der Woche oder am Wochenende. Natürlich, Samstag, Sonntag, vor allem Sonntag, sind schon die besten Tage hier oben. Also das ist wirklich eine Sonntag-Destination hier oben. Das haben wir schon erfahren, ja. Und auch für die Küche manchmal schwierig, gell? Wenn man etwas nicht einplanen kann. Wenn alle gerade kommt, dann fliegen Teller und Pfannen. Das ist wahrscheinlich relativ schwierig, oder nicht? Weißt du, vom Einkauf her und so, stellen wir das vor? Sind wir auch flexibel, weil ja ich immer mit dem Auto raufkomme, muss ich immer warm mit raufnehmen. Küche und Karte, das ganze Konzept ist so, dass man schnell reagieren kann. Sie sind das zweite in der Küche, Sonntag manchmal noch das dritte. Oder wir tun ein switchen, dass sie, die Zimmer macht, auch der Küche hilft. Bei uns müssen eigentlich alle können überall arbeiten. Natürlich kann ich nicht kochen, aber eine Abwaschmaschine kann ich auch bedienen. Es geht darum, dass man einander ein hilft und dass man einen guten Teamflow hat. Und das ist bei uns wirklich so. Also, man tut einander helfen beim Putzen, man geht nicht einfach. Und die Küche ist manchmal im Druck, aber dadurch, dass wir relativ einfache Karten haben, ist es auch machbar, sage ich jetzt einmal. Wo die Leute aber doch geschwärmt haben. Hinten da sieht man die Fahnen, Bux, Schweiz, St. Gallen. Du hast ja das von der Ortsgemeinde dementsprechend im Pacht. Und wir haben dort auch gesehen, wo die Ortsgemeinde da war. Du bist wirklich nicht schade. Du hast dort auch serviert, gell? Wenn irgendwie Not an der Frau ist, dann bist du dir nicht schade, einfach mal die Chefin mal hocken zu lassen, Schüssel zu legen und auch mitzumachen. Also, ich arbeite lieber im Service, weder dass ich im Büro bin, aber gehört halt auch viel dazu mit Büro. Aber ich habe eine gute Kombi zwischen Büro, Chefin, und natürlich im operativen Bereich mithelfen, das habe ich ja gelernt. Ich habe nicht Büro gelernt, ich bin jetzt einfach Chefin geworden. Aber ich glaube, man hat den Respekt am meisten, wenn man auch mitschafft mit den Leuten. Ich habe langjährige Mitarbeiter, Sarah Hirzel, die hier Chef des Service ist, die habe ich schon ausgebildet, also fertig ausgebildet. Und die ist schon seit 3-4 Jahren bei uns, also von dem her. Wir haben sehr viele langjährige Mitarbeiter und das schätze ich sehr. Und in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen unser Erfolg. Also, wir tun immer die Leute mit neuen Objekten involvieren und fragen, ob sie das mit uns machen wollen. Allein machen wir nichts mehr. Immer mit den Leuten. Und es hat hier ein Gesicht. Das ist Patrick Steinmann und Sarah Hirzel und natürlich ich, genau. Und mit dem muss man natürlich switchen. Wenn man 7 Tage Betrieb hat, dann hat man, oder dann hat eine Ferie, dann muss man immer switchen können. Man muss immer Plan B. Bei mir gibt es nicht, es geht nicht. Es gibt immer einen Plan B. Also eigentlich genau die richtige für 1300 Meter Höhe, wenn ich ein bisschen herfahrt und so weiter. Und eben mit Allradbetrieb bist du natürlich eben ständig. Bin ich flott. Hey, gibt es noch einen gewissen Wunsch, wenn jetzt schon der Werner hinten dran hocken von der Ortsgemeinde? Gibt es einen gewissen Wunsch, einen Ausbauwunsch, einen Ergänzungswunsch? Ja, weiterhin die gute Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde, dass wir Leute von der Umgebung haben, dass wenn sie etwas haben, dürfen sie immer zu mir kommen. Ja, einfach eine gute Zeit.